Leuten bei Claudia Obert, 60, und ihrem Max, 24, bald etwa schon die Hochzeitsglocken? Ende Juli machte die Modeunternehmerin öffentlich, dass sie wieder in festen Händen ist. Seitdem zeigte sie sich mit ihrem 24-jährigen Freund immer wieder total verliebt auf Events und auf Social Media. Das Paar war sogar schon zusammen im Urlaub. Außerdem soll der Hamburger schon fast bei ihr wohnen. Steht bei Max und Claudia also vielleicht auch eine Hochzeit auf dem Plan? Das wollte nun ein neugieriger Follower von Max wissen und hakte bei ihm im Rahmen einer Instagram-Fragerunde nach. Daraufhin antwortete der Unternehmer, dass er und seine Liebste sich bisher noch keine Gedanken übers Heiraten gemacht hätten. Eine Hochzeit scheint er aber nicht auszuschließen, wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Darüber hinaus betonte er, dass er sehr glücklich mit Claudia sei und sie gerade sehr vermisse. Schließlich ist sie gerade ohne ihn auf Mykonos. Auch wenn Max und Claudia immer wieder deutlich machen, wie verliebt sie ineinander sind, zweifeln viele Menschen an der Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung. Manche Kritiker behaupteten, dass der Freund der ehemaligen Kampf der Reality-Stars-Kandidatin nur auf Fame aus sei. Doch Max hatte dies gegenüber RTL bereits dementiert. Hab ich nie gewollt, hab ich nie angestrebt, auf einmal wurden wir abgelichtet und dann kam es halt dazu.